Ich weiß, dass sie den Kreuzner aus unserem Haus erschossen haben, aus der Nummer 3, das war ein Deutscher in Mutna. Ja, mein Vater und mein Bruder haben das gesehen, er musste sein Grab ausheben, dort im Garten, dort in der Ecke, wo die Kretschers waren. Warum haben sie den erschossen? Das war ein SS-Mann oder was weiß ich. Das war aber anscheinend nicht wahr, aber das ist egal. Er hat es nicht geschafft, wegzugehen. Sie haben ihn nicht gehen lassen. Die Familie schon, ihnen, seine Familie, die war bereits hier zweimal zurück zum Schauen. Wie hat er geheißen? Kreuzner. So ungefähr. Also der Arme musste sich sein Grab ausheben. Ja, er musste sein Grab ausheben. Ich kann mich erinnern, wir gingen von den Blaubeeren aus Montserrat. Und dort, wie die Erde dort aufgeschüttet war und das Gras, nicht in ein paar Jahren, das war nicht lange her, weil ich habe einfach einen Stein aufgehoben und da bewegte sich das vor Maden. Da kann ich mich daran erinnern. Ich war damals sehr neugierig. Und es hat keiner sonst glücklicherweise aus dem Dorf kein so ein Ende genommen? Nein. Soweit ich weiß, aus den Erzählungen von unseren Eltern, weil ich war nicht ganz 10 Jahre alt, was hätte ich mich damals erinnern können? Ja, die Russen, was die bei uns wohnten, irgendwelche Soldaten und dann die Offiziere. Da kann ich mich auch erinnern. Sie haben mir so eine Puppe, die ist zurückgeblieben, so eine große, weinende Puppe zurückgeblieben. Und die Russen hatten Angst davor. Die haben alles kaputt gemacht. Auch die Puppe. Ja, es gab in jedem Haus so eine Unordnung. Das war fürchterlich. Alles durcheinander. Das war alles ausgeraubt worden. Naja, weiß ich nicht, wie sie damals ausziehen mussten so schnell. Da kann ich mich erinnern, in der Nummer 3, da waren zerrissene Federbetten, da waren Federn im ganzen Haus. Also Frau Sprinzova, wann sind Sie hergekommen? Ich bin im Jahre 45 hergekommen. Und wie sind Sie hergekommen? Also ich habe meinen Alten in Wien kennengelernt. Sie waren im Krieg in Wien. Ja, ich bin Wienerin. Und dann kam ich hierher, das war Ostern, nach Dačice, weil der Sprinzel, der kam aus Dačice. Ja. Und ich hatte den Kleinen. Sie hatten schon eine Familie. Ja, der ist 44 geboren in Wien, im Keller. Ja, während eines Luftangriffs. Aber im Krankenhaus, im Keller. Ja. Und ich kam nicht mehr zurück. Denn die Front, die ging so schnell, dass ich kurzum nicht mehr zurückkommen konnte. So bin ich in Dačice geblieben. Und wann war das? Also Sie waren während des Krieges in Dačice, Ende des Kriegs? Ja, Ende des Krieges. Als die Russen kamen nach Dačice, das war im April, oder? 45, ja. Oder schon im Mai? Mai 45. Am Vormittag bin ich rausgegangen, um sie zu begrüßen, die Russen. Und am Nachmittag kamen dann die Gendarmen mich holen. Und sie haben mich interniert. Das heißt, die Ausländer wurden interniert in der Turnhalle des Falken. Also sie waren deutscher Staatsangehörigkeit und so haben sie in Dačice in die Turnhalle eingesperrt. Ja, das war auch fürchterlich. Weil die flüchteten, die Deutschen, da gab es Heu und altes Brot, Schimmliges, alles Mögliche. Und ich sprach kein Wort Tschechisch und deswegen hat der zu mir gesagt, da waren die mit den Flinten, die haben uns bewacht. Waren das Russen oder Tschechen? Tschechen. Und er sagte, wir sollen da aufräumen. Warum sollte ich da aufräumen? Er meinte, wir würden dort schlafen. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das möglich war. Aber wir waren dort. Und wie viele waren sie dort? Einige.
Da war auch einer der Vossol, die hier im Friedhof, im ersten Grab, ja, die waren dort länger als ich. Nein, das war hier im ersten Grab links. Die wurden erschossen. Eben hier, das waren aber Tschechen. Hier beim Bunker, beim Slavetin. Die mussten sich auch ihre eigenen Gräber ausheben. 5 waren die. Tschechen? Das war Vossol. Der eine aus Brünn, wie heißt der? Das weiß ich nicht. Dort liegt er in dem Grab. Bittinger, genau. Und noch einer, andere, ich weiß nicht, wie die hießen. Kurzum, die wussten viel über die Herren da im Bezirk und deswegen wurden sie abgeknallt von den Partisanen hier. Sprich, damit sie nichts sagen, weil sie wussten, dass sie mit den Nazis kollaborierten. Ja, genau. Und so haben sie die lieber hier erschossen, dann haben sie die rausgeholt und dort in dem Grab begraben. Frau Pittinger, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Sie kam immer hierher. Doch, sie kommt noch, weil da jedeweil eine Blume liegt und eine Kerze leuchtet. Und wie lange waren Sie dort in der Turnhalle? 5, 6 Tage lang. Wo haben Sie sie ausgefragt? Die Tschechen? Nein, gar nicht. Sie haben nichts gefragt. Sie haben uns da reingeschoben und das war im Mai 45, ja, als die Russen kamen. Sofort. Auch mit dem kleinen Kind? Nein, ich durfte das Kind bei der Oma in Dačice zurücklassen. Und er war irgendwo im Dienst. Er wusste das nicht mal, dass ich dort bin. Erst am zweiten Tag. Sie meinen, der Ehemann, ja, mein Ehemann. Er war Tscheche? Ja, er war Tscheche. Kurzum, das war gegenüber von der Turnhalle, da war eine Villa und da war die Gendarmerie. Wir waren 5 dort. Sie haben uns dort hingebracht auf die Gendarmeriestation, denn die Russen, die sprangen dort ins Fenster und kurzum, sie haben allen die Uhren abgenommen. In der Turnhalle haben sie die Uhren weggenommen, ja, da war Chassi. Nein, ich habe gesagt, nein, du hast schon. Und er zog dann die Pistole raus und er hat mich gegen die Wand gedrückt. So habe ich schnell die Uhr abgemacht und habe sie ihm genommen. Er brauchte 50, oder? Alle. Und dann waren wir auf der Station bei der Gendarmerie. Da waren 2 Mädchen, eine war schwanger und 2 Schulmädchen. Wir waren 5 insgesamt. Da schliefen wir auf so einem kleinen Tischchen, damit sie nicht unter den Deutschen und weiteren in der Turnhalle sind. Das war hauptsächlich wegen der Russen, damit sie ihnen nicht wehtun. Ja. Und die Gendarmen, die gingen zum Dienst und dann sagten die, legt euch dorthin. Ja, da haben sie beschützt vor den Russen. Ja. Das war eine fürchterliche Zeit. Wir mussten auch zuerst die Klos putzen. Die Russen wurden dort untergebracht in der Schule. Und dort mussten wir putzen und die Klos zuerst waschen. Und die kamen mit den Flinten mit uns. Fürchterlich. Und dann waren wir hier in Slavonice. Also ihr Ehemann hat sich dafür eingesetzt, dass sie freigelassen wurden. Ja, dann wurden wir freigelassen. Und dann waren wir hier in der Kavarna, das war ein Kaffeehaus, dort wo jetzt die Arkada ist. Und dort haben sie gewohnt, das Haus haben sie bekommen? Nein, er hat dort den Verwalter gemacht. Das war nach den Deutschen, die mussten weg. Aber die 2, der Deutsche, der kam gar nicht zurück. Ich weiß nicht, wo der war. Aber seine Schwestern, die waren hier. Die haben hier gekocht, in der Kavarna, bei uns. Und sie kochten ziemlich gut. Sie waren hier auch nach 45. Erst später, lange im 46. oder so, mussten sie dann weg.
Da gab es die Vertreibungen, die standen alle auf dem Platz. Haben Sie das gesehen? Ja, die gingen alle in die Vertreibung, die Deutschen. Das haben Sie gesehen. Da gab es viele, oder? Ja, da gab es viele. Da waren auch kleine Kinder dabei. Ich kann mich erinnern, das kleine Kind weinte dort, hat seinen Schnuller verloren. Das Kind konnte für nichts. Und mein Junge war auch klein. Ich habe ihm seinen Schnuller weggenommen und ihn dem Kind gegeben. Und der alte Zablodil, können Sie sich erinnern? Der alte Zablodil, der war dort Rottmeister, der hat das bewacht und der hat mich angeschrien. Wollen Sie auch in die Vertreibung? Sie dürfen gehen. Und ich habe gesagt, ja, Ruhe, mir ist das egal. Ja, gut, dass Sie solche Nerven hatten. Aber das Kind konnte doch für gar nichts. Und die alten Omas auch nicht. Ja, das war halt die Zeit damals. Da konnte man nichts machen. Und wie viele Vertreibungen haben Sie hier erlebt? Jesus, einige. Ja, das ging in solchen Wellen, oder? Ja, es gab so viele Deutsche. Es waren praktisch nur Deutsche. Hier gab es gar nicht viele Tschechen. Etwa 3 oder 5%, oder? Ja. So wie du von dem Kind sprichst, da waren wir damals in Studnice. Als die Deutschen da auszogen, die fuhren alles auf Karren von einem Dorf ins nächste, 45. Und in Studnice, sie haben Sachen weggeworfen in die Straßengräben, alles Mögliche. Wir haben dort immer Sachen gesucht, klar, mit meiner Mutter. Da haben sie einmal ein Kind liegen gelassen in dem Straßengraben und sind weitergefahren. Und wir haben Frauen geholt und sie haben den nächsten Wagen abgewartet. Sie fuhren alles auf diesen Karren und da haben sie das Baby auf den nächsten Karren gelegt und dann fuhren sie weiter. Ja, tatsächlich, es ist dort ein kleines Baby im Straßengraben liegen geblieben. Es war fürchterlich, was für Sachen dort lagen. Wir haben alles eingesammelt. Wir waren so eine arme Familie. Ich habe kurz in Essek gearbeitet, in dem Restaurant. Da kamen zwei Brüder. Und die waren hier, wo Hraničář war, das hat ihnen gehört. Sie sind jetzt in Deutschland. Das war nicht unter den Kommunisten. Die Kommunisten gibt es seit 48 hier. Und die sagten, sie hätten nichts Besseres machen können, als uns zu vertreiben. Weil es ging ihnen dort gut. Ja, einige halt. Einige haben gut Fuß gefasst, einige nicht. Und wer kam in die Kavana, in das Kaffeehaus? Dann hatten wir da spielten, das ist alles nicht mehr dort. Da gab es Boxen, da gab es einen Saal, einen Tanzsaal und unten ein Restaurant. Da kam aus Dačice. Wir hatten hier 3 Monate die Lakatosch, eine Zigeunerkapelle, die haben hier gespielt und es war immer voll. Hatten Sie keine Probleme, da Sie deutschsprachig waren? Nein, insgesamt nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, auch, es fanden sich solche. Ich weiß, da kam einer. Da habe ich schon in Alpha gearbeitet, als die Wende kam. Jetzt, 89. Da kam einer. Kurzum, ich habe mit Frau Novakova gearbeitet, mit der Alten. Wir hatten alles bereits abgesperrt, wir wollten weggehen. Und er kam aus einer Kneipe und wollte noch Zigaretten. Und ich habe gesagt, nein, da mache ich nicht mehr auf. Sie hätten die Zigaretten dort kaufen sollen, wo sie waren. Und der hat es mir gegeben. Deutsches Schwein und Gott weiß was. Ja. Und ich habe ihn dann nicht mehr bedient. Das hat dann nur die Novakova gemacht, als sie kam. Ich nicht mehr. Aber in den 50er Jahren, als es frisch war,
Nein, nur in Ottawa, sie haben dann alles verstaatlicht. Und ich wollte in Ottawa gehen. Hier gab es den Brasda, den Kaderreferenten. Damals gaben sie hier in Slavonice Marken. Die einen waren weiß und die anderen waren blau. So Essensmarken? Nein, nein. Die einen waren Marken, die einen waren die zuverlässigen und die anderen nicht. Und ich war halt nicht zuverlässig. Und so wollte er mich nicht in die Firma Ottawan aufnehmen. Und da gab es einen, Eliasch hieß er doch, oder? Der wohnte dort, ein Ingenieur, Eliasch aus Trebonj, und er sagte, das ist ein Blödsinn, kommen Sie doch. Und dann haben sie mich aufgenommen und in Ottawan, und dort habe ich 27 Jahre lang oder so gearbeitet. Und der war blöd, der Braster. Aber da kann man nichts machen. Aber sonst kann ich nicht sagen, dass ich Probleme gehabt hätte. Und wie viele deutschsprachige Leute gab es hier? Also 45 von den in den 50er Jahren. Wie viele waren da noch? Wussten sie voneinander? Die Augustins, die Zimmers. Da war Frau Kostronova, die war ihre Tochter. Die Kostrons. Sie arbeitete in der Drogerie. Dann ist sie nach Marienbad gegangen, dort starb sie. Sie war Jüdin, oder? Sie war Halbjüdin. Frau Zimmer, die war Jüdin und sie war ein normaler Deutscher. Von Besitka? Die Leute aus Besitka? Ja, ja. Und keiner sonst? Die Martineks da hinten? Unter den Garagen? Die Martineks? Die Flachs? Nee, das waren Tschechen. Sie auch? Ich nehme mal an, ja, ich weiß nicht, die Alten. Ich nehme mal an, hier der Professor, wie hieß der doch, der wohnte hier neben Besitka. Der Pfarrer, das war irgendein Professor. Das war auch ein Deutscher. Hier gab es einen bekannten Pfarrer, Daimel, der war hier schon in der Ersten Republik. Nee, der war schon zu alt, der ist dann gestorben, aber hier war dann seine, die hat dort bei ihm geputzt oder gekocht, eine alte Oma. Kannst du dich nicht erinnern? Doch, ich glaube, ich kann mich an die alte Oma erinnern. Die kannte kein Wort Tschechisch. Die Kopeceks, die waren auch Deutsch, also er war Deutscher. Er war Deutscher. Dort, wo jetzt die Svetlana Havličková wohnt. Hinter der Brücke, wo du jetzt den Bach hinaufgehst dort. Also wenige waren sie hier. Wenige Deutsche. Ich konnte kein Tschechisch. Und wie haben sie Tschechisch gelernt? Allein. So zwischendurch. Zuerst die. Zuerst die Flüche. Das lernt man am schnellsten. Und dann habe ich es halt gelernt. Und der Sohn ging in die tschechische Schule, oder? Der Sohn? Nein, ich ging in eine deutsche Schule. Der Junge, ach, das Kind. Ja, nee, dem konnte ich in Tschechisch überhaupt nicht helfen. Denn als ich schrieb, ich habe mir einfach das I ausgesucht, das mir besser gefiel. Es war alles falsch. Die Čarkas und Háčeks. Ah, das war überhaupt nichts für mich. Also haben Sie niemals bereut?
dass sie nicht weggegangen sind? Doch, ich habe es bereut. Aber als ich in Ottawa arbeitete, so bin ich schnell nach Hause geeilt, um sechs, um Kindern Abendbrot zu geben, in unserer Pause und dann wieder zurück. Und dann war der eine nicht daheim und ich habe geschimpft. Und wenn ihr nicht gehorchen werdet, dann geht ihr in die Verbesserung. Ich habe immer gesagt, ärgert mich nicht, sonst geht ihr in die Verbesserung. Ich wollte sagen, in die Besserungsanstalt. Das wollte ich sagen. Und das waren die Verbesserungen immer in der Firma. Und deswegen habe ich gesagt, ihr geht in die Verbesserung. In welcher Jahrgang sind Sie bitte? 24. Jetzt gibt es hier nichts mehr. Sie finden hier nicht mal einen Handwerker, nichts. Es gibt hier nur die Vietnamesen. Und da wundere ich mich, dass sie noch keinen Metzger haben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also die Leute sind weggegangen und sie sind gekommen oder haben sie die gehen gesehen? Der Papa hat sie gehen gesehen aus Mutna. Sie haben alles auf dem Karren gefahren, was sie mitnehmen durften. Sie haben das Vieh gefüttert, das weiß ich aus den Erzählungen. Sie haben zum Beispiel die Kuh genommen. Nein, sie durften nicht. Sie durften nur 15 Kilo mitnehmen. Nein, sie durften nichts mitnehmen. Ich sag's halt. Sie kamen aus Mutna, sie haben das Vieh gefüttert, sie haben die Häuser. Sie sind um die Häuser gegangen, sind nach Studnice gegangen, dort haben sie gepackt und dann sind sie gefahren. Und sie sind dann gekommen, aufgeräumt und dann haben sie angefangen zu wirtschaften. Aber meine Mutter war unglücklich, weil der Ofen nicht funktionierte. Und sie haben dort noch Sachen gefunden nach den Deutschen? Ja, haben wir. Ich kann mich erinnern, auf dem Hof war eine Riesenmenge Steine. Meine Mutter hat immer was gesucht. Und dort, wo die großen Steine waren und dazwischen die kleinen Steinchen, da hat sie gesucht. Da gab es Gläser mit eingewecktem Fleisch und Schmalz und alles zum Leben. Geräuchertes Fleisch, was da war. Im Austragshaus, ja, da gab es geräuchertes Fleisch. Ja, das waren aber Wirtschafter, die Deutschen. Und im Schlafzimmer, wie meine Eltern das Schlafzimmer hatten, da sind Schränke zurückgeblieben, Möbel nach den Deutschen. Da kann ich mich erinnern, da war ein Schrank und der zweite Schrank war höher. Und das hat denen nicht gefallen und das wollten die umstellen und da hinter dem Schrank gab es ein großes Loch und da war Geschirr. Einmal kamen die ehemaligen Eigentümer zurück, um das anzuschauen und die wollten das Hühnerhaus anschauen. Sie haben den Hühnerstall besucht, dort haben sie alles weggegraben und da hatten sie eine Kassette mit Juwelen. Mit Schmuck. Das gehörte ihnen. Bei uns im Garten, wenn man nach Holešice fährt, dort gibt es irgendein Bordell. Da gab es so hohe Nesseln und Gras und da war eine Papierschachtel und dort waren Ohrringe drin, drei Stück und Ketten und alles Mögliche. Warum haben Sie das nicht mitgenommen? Das hätte man Ihnen abgenommen. Das waren Wertsachen, das hätte man Ihnen weggenommen. Ich kann mich erinnern, uns ist nichts davon geblieben, weil unser Vladja, der hat alles aufgeteilt, da wohnte eine Jirina oder wer, und er lief ihr nach und er hat ihr alles gegeben. Ich kann mich erinnern, Goldohrringe, alles. Sie mal wieder war. Einige von den Deutschen konnten für gar nichts und sie waren nicht mal Nazis und sie mussten trotzdem weg.
Aber diejenigen, die sich was haben zur Schule kommen lassen, die sind da geblieben. Zum Beispiel die, die kein reines Gewissen hatten, die sind da geblieben. Zum Beispiel, ich weiß das nicht, aber ich war hier nicht während des Krieges. Aber zum Beispiel, Frau Augustinova hat angeblich Hitler begrüßt. Da gibt es viele solche Geheimnisse. Aber der alte Augustin, das war ein Partisaner, 5 vor 12 geworden, und er hat ihr geholfen. Und deswegen verurteile ich diejenigen, die hier Heil Hitler machen. Das verurteile ich, die gehören alle weggesperrt. Keiner von denen weiß, was das war. Auch deren Eltern wissen es kaum noch.